Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Tauschpaket mit euch und zwar habe ich mit der lieben Caro aus Wien ein Tauschpaket gemacht. Ja, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, Caro und ich sind ja Penning Sisters, das heißt, ja, da sind wir beim Project Pen, ne, sind wir schon zusammen mit einer Gang und genau, da hatte sie mich angeschrieben, ob ich nicht Bock drauf hätte, quasi ein Österreich-Deutschland-Tauschpaket zu machen. Finde ich ganz interessant immer mal wieder, weil dort gibt es ja auch ein Bipa oder so, ne, das ist ja etwas, was wir hier auch so gar nicht haben und wir haben hier Rossmann, das ist etwas, was die dort nicht haben. Und ja, da haben wir gesagt, da machen wir einen gewissen Wert aus und packen uns dann gegenseitig ein Päckchen. Und ja, ich bin mal gespannt, was mich hier drin so erwartet. Ich sehe auch viele Boxen, ich sehe was zum Naschen, ich sehe Karten und ich sehe auch hier etwas. Achso, schaut auf jeden Fall bei Caro vorbei. Ja, definitiv. Das ist eine super sympathische Lady, die sich mindestens genauso bunt und mutig schminkt, wie ich das mache, was ich richtig cool finde. Und ja, genau. Link dazu in der Infobox. Schaut gerne vorbei. Die hat jetzt auch gerade ihr Video hochgeladen mit den Sachen, die ich ihr geschickt habe. Also schaut gerne mal bei ihr rein und ja, lasst Liebe da auf jeden Fall. Genau, ich habe hier nämlich etwas, das macht mich total neugierig. Erst lesen oder auch vorlesen, wie du möchtest. Dann schauen wir mal. Da ist nämlich etwas Getipptes. Hallo liebe Claudi, mein Name ist Andi und ich bin der Mann von Caro. Hi Andi! Kurze Geschichte. Mein Schatz hatte beschlossen, sie möchte sich ein wenig schminken, mehr pflegen und so weiter. Keine große Sache, dachte ich. Doch es kommt anders, als man denkt. Oh ja, glaub mir Andi. Das ist wirklich so. Ich glaube, mein Freund hätte auch nicht gedacht, dass es sich so entwickelt. Mein kleiner Professionist forschte nach, schaute Videos und ging einkaufen. Oh ja. Ich ja, kann das vollkommen nachvollziehen. Bei den Videos stieß sie natürlich auch auf deine, die sie von da an regelmäßig schaute. Zumeist abends im Bettchen und ich schaute mit oder besser hörte mit, weil ich sehr schnell einschlief. Also das kenne ich tatsächlich von einigen, die mir das auch schreiben, dass meine Videos oft dazu auch genommen werden, was ich vollkommen in Ordnung finde, um einzuschlafen. Fun Fact, ich konnte bislang noch nicht meinen Sohn in den Schlaf reden. Das hat noch nicht funktioniert. Ist wie einem Kind Märchen vorlesen. Das stimmt. Ich glaube, mein Sohn muss dafür noch ein bisschen älter werden. Ich wurde auch herangezogen, ein Video zu synchronisieren, da mein Schatz den Wiener Dialekt nicht so beherrscht. Oh, da bin ich mal gespannt. Das habe ich noch nicht gesehen, das muss ich mir noch anschauen. Meine Maus sieht dich als Riesenvorbild. Oh, das ist ein Riesenkompliment. Dankeschön. Und die Freude darüber, dass ihr euch diese Pakete schickt, ist kaum in Worte zu fassen. Oh, das ist richtig süß. Ohne Witz jetzt, ne? Dass der Mann sich so sehr für die Frau freut. Ich finde es cool. Ich glaube, also mein Freund sagt, lässt mich einfach machen. Er sagt, mach dein Ding, ich mach mein Ding, alles gut. Also, dass man da halt quasi so, ne, das, also so gemeinsam, das, ich find's cool, tatsächlich. Dafür möchte ich dir meinen Dank sagen, also danke, sehr, sehr gerne. Liebe Grüße auch an die Deinen, Andi. Also, liebe Crew, an euch auch liebe Grüße von Andi. PS, ich hoffe, du packst diese Schachtel mit genauso viel Humor aus, wie ich es eingepackt habe. Ich bin gespannt, was hier drin ist. PPS, bitte Entschuldigung, falls ich dir damit ein wenig auf den Schlips getreten bin. Ich kann nur sagen, die Süßigkeiten habe ich ausgesucht und besorgt. Mach dir keine Sorgen. Lieber Andi, ich bin ein Mensch mit sehr viel Humor und habe einen Mann an meiner Seite, der mich im Prinzip den ganzen Tag lang durch Strich und Faden veräppelt. Also von daher, ich bin Kummer gewohnt. Also von daher, ist alles gut. Dann habe ich hier eine Karte, die wunderschön ist. Believe in yourself. The best memories are the small moments. Oh, das ist eine richtig schöne Karte. Oh, guck mal, das hat Caro sogar selber gebastelt. Hier hinten steht es auch drauf von CB. Richtig, richtig cool. Ja, das stimmt tatsächlich, ne? Man sollte mehr an sich glauben und mehr Selbstvertrauen haben. Und kann ich nur tatsächlich unterschreiben. Definitiv. Also das ist ein ganz großes Ding. Ha, das trifft mich tatsächlich. Okay, und eine wunderschöne Karte, die wird auf jeden Fall auch aufbewahrt. Liebe Claudi, ich freue mich riesig über unseren Tausch. Hoffentlich gefallen dir die Sachen. Wenn nicht, dann gib sie gern weiter.
Fun Fact, ich glaube genau, das habe ich dir auch geschrieben. Die Palette hast du hoffentlich noch nicht. Die schreit einfach Frühling und Claudi. Oh, ich bin mal gespannt. Bleib so, wie du bist. Ich liebe deine Videos. Viele liebe Grüße, Caro. Danke, liebe Caro. Ich hoffe auch, dass die Produkte, die ich dir ausgesucht habe, dir gefallen. Ich muss gestehen, ich habe halt getrödelt, ne? Beziehungsweise, was heißt getrödelt? Ja, zum einen habe ich getrödelt, wirklich, weil ich eine Trödeltante bin. Und zum anderen kam dann bei mir noch die Bronchitis dazwischen und dann auch noch Magen-Darm. Alles ein bisschen wild gewesen und dementsprechend habe ich mein Paket super spät erst losgeschickt. Caro war da viel, viel eher. Also ich hatte ihr Paket schon hier stehen, bevor ich überhaupt den Haul zu den Produkten gedreht habe, die ich Caro ins Paket gepackt habe. Ne? Also ich bin schuld daran, dass ihr dieses Video erst so spät bekommt, Leute. Okay, ich starte erstmal mit ein bisschen Naschi. Und zwar habe ich hier von Manna aus Wien, das muss natürlich sein, ne? Original Neapolitana, 8 Stück sind hier drin. Also sowas mag ich persönlich gerne zum Kaffee oder zum Kakao. Ansonsten sind die mir ganz persönlich, ne, ein bisschen zu trocken. Aber das ist halt einfach so eine, was man halt so gewohnt ist, Geschichte. Ja, finde ich aber sehr cool und sehr passend tatsächlich, weil wir haben ja auch ein solches Paket gemacht, dass wir Österreich und Deutschland tauschen. Ich habe vollkommen vergessen, dir was zu naschen reinzupacken, fällt mir nämlich gerade ein. Deswegen habe ich gerade so ein schlechtes Gewissen. es tut mir leid. Ich hoffe, du kommst auch ohne Stärkung durch die Produkte durch, beziehungsweise durch mein Tauschpaket durch. Bin ich mal gespannt. Ja, genau. Wird auf jeden Fall vernascht werden. Und da habe ich ordentlich, ordentlich was. Ne? Das ist ja richtig krass. 8 Stück sind hier drin. Riesig. Riesig, vielen, vielen Dank. Und jetzt habe ich hier Boxen drin. Ich glaube, ich mache mal erst das auch mit Augenzwinkern, oder? Was dein Mann hier reingepackt hat. Finde ich auch total spektakulär. Ich hätte meinem Freund auch sagen sollen, der soll mal, der hätte dir wahrscheinlich Lego reingepackt oder so. Der ist dann nicht so kreativ, um das mal so zu sagen. Das sind doch keine Süßigkeiten, oder? Das ist eine Klopapierrolle. Was ist das denn? Okay, nein, ich finde es cool, weil es ist Klopapier mit, was? mit Schmetterlingen und mit Blut drauf. Doch, sowas mag ich auch. Ich habe ja auch super gerne Limited Edition Klopapier und ich freue mich aktuell auch riesig darüber, dass ich Klopapier da habe, was Herzchen drauf hat. Ja, es hat keinen Duft. Eine Klorolle. Okay, gut. Dann habe ich hier noch von Be Good drin extra frisch Zahnpasta. Ja, ja, da verstehe ich, warum du die reingepackt hast, ne? Weil Zahnpasta gehört normalerweise nicht in ein Beauty-Paket. Aber es ist okay. Karieschutz ohne Fluorid finde ich aber auch ganz interessant. Werde ich auf jeden Fall verwenden. Ich habe aktuell auch eine Anwendung von Perlweiß, die so ein bisschen nach Salz schmeckt oder so. Also ich feiere die nicht so super krass doll und bin mal gespannt, wie die von der Eigenmarke von Bipa so sein werden. Und selbstverständlich habe ich hier noch eine zweite noch eine zweite Zahnpasta drin. Von Metadent Sensitive. Die kann ich tatsächlich wirklich gut gebrauchen, weil ich ja auch ein Sensibelchen bin. Nicht nur was meine Haut angeht und mein Gemüt, sondern auch mein Zahngedönsen. Ne? Also ich habe ein bisschen freiliegende Zahnhälse und brauche deswegen eigentlich auch ein bisschen Zahnpasta, die etwas vorsichtiger ist. Du Schlingel. Okay, gut, dann gucken wir mal, was deine Frau sich überlegt hat, wie sie so mit ihrer Kreativität im Beauty-Bereich sich ausgetobt hat. Und hier habe ich eine Pinkbox. Das ist auch so, dass die liebe Caro auch Boxen auspackt. Also sie macht nicht nur sehr süße Schminkvideos und bei dem Project Pen mit, sondern sie packt auch Boxen aus. Ich meine, dass die My Little Box und die Pinkbox auf jeden Fall mit dabei sind. Weiß ich nicht, welche sonst noch. Ist die Glossybox oder so auch mit dabei? Ne? Schaut gerne, wie gesagt, mal bei ihr vorbei. Und ich bin ehrlich gesagt extrem happy, dass Caro, genauso wie ich, die Produkte nicht irgendwie alle einzeln eingepackt hat oder so, sondern auch wirklich so zusammengepackt. Das habe ich nämlich auch so gemacht. Und ja, da fühle ich mich nicht ganz so schlecht. Als erstes habe ich Winter Feeling, eine Gesichtsmaske mit Winterduft aus ätherischen Ölen, Orange und Zimt. Da bin ich sehr gespannt. Wirkt beruhigend auf die Haut bei kalten Temperaturen. Eine Limited Edition und als wir das Tauschpaket gestartet haben, war es noch rattenkalt und ab und an haben wir jetzt auch noch super kalte Tage, also es passt und die werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Die wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen, gut, sie wirkt beruhigend, aber ich denke, dass die auch ein bisschen durch dieses Zimt, ne, vom Duft her das Ganze auch beleben könnte. Dann schauen wir mal weiter, das ist Marken, die kenne ich gar nicht, Ellie, Kaviar Elixier, scheint was Polnisches zu sein. Kann ich nicht lesen.
Aber ich liebe ja zum Beispiel von Dalton die Caviar Deluxe, ne? Das ist ja so voll meine Ampulle. Ja, 10 bis 15 Minuten lässt man die offensichtlich drauf, denn ich kann 10 bis 15 hier lesen, aber alles andere kann ich nicht lesen. Okay. Ja, würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, ne? Also ich mache mir gerne solche Crememasken morgens drauf. Wow, ich habe hier so viele Masken drin, richtig geil. Und abends habe ich dann gerne Tuchmasken. Auch nochmal von Ellie. Q10 Energy Anti-Wrinkle Maske. Das kann ich auch gebrauchen. Das Coenzym Q10 belebt nämlich in dem Sinne, dass es den Zellstoffwechsel anregt und mit dem hauteigenen Q10 kommuniziert. Das ist richtig geil. Und Lactil. Intense Smoothing Effekt. Auch hier zwei Anwendungen drin. Dann nochmal von Ellie. Hyaluron Boost Anti-Age Active Firming Mask mit Hyaluron und Hydraktin Instant Volume Effekt. Ja, und Hyaluron ist ganz gut zum Aufpolstern von zum Beispiel so Trockenheitsfältchen, ne? Was ich hier jetzt auch ganz, ganz, ganz intensiv habe. Ganz intensiv, Leute. Ich habe eben ein Instagram Live gemacht, wo ich auch hier so diesen Look geschminkt habe und so, ne? Meine Güte, da habe ich auch einen Concealer verwendet. Das ist echt schief gegangen, ne? Und ja, also der Look ist am Ende schön geworden, aber außer Entfernung. Außer Nähe braucht man sich das nicht unbedingt angucken. Dann habe ich hier auch noch die Reinigungsmaske von Be Good mit dabei mit Gänseblümchen und Tonerde. Das kann ich sehr gut in meiner Periodenwoche benötigen oder halt quasi so rund um den Eisprung, genau. Gänseblümchen finde ich auch richtig süß, ne? Oh. Und dann habe ich hier nochmal mit Q10 die Crememaske von Be Good mit Sanddorn und Hyaluron für anspruchsvolle Haut. Auch das sehr, sehr nice. Also allerhand Masken. Meine Güte, sie weiß, dass ich ein Masken-Junkie bin. Be Care Clear Solution, eine Tuchmaske mit Salicylsäure für unreine Haut. Die werde ich jetzt demnächst mal verwenden, weil jetzt bald kommt ja die Umstellung, dass man halt wieder halt auf die Sommer-Frühlingspflege umstellt. Da kommt jetzt bald auch nochmal ein Video, ne? Stay tuned. klärt und verfeinert. Sowas finde ich aber auch sehr, sehr schön. Kann ich tatsächlich sogar aktuell sehr gut gebrauchen, weil ich hier so ein paar Unterlagerungen habe, ne? Das kann ganz gut funktionieren. Klasse. Sehr, sehr, sehr krass. Dann habe ich ja auch noch eine Be Good Naturkosmetikgeschichte. 7 Tage Ampullenkur mit Rose und Hyaluron. Ja, Rose ist voll meins für einen strahlenden Teint und Hyaluron kann ich auch immer sehr gut gebrauchen. Das nimmst du dann für eine Woche, also jeden Tag eine Ampulle und dann sollst du eine strahlende Haut davon bekommen. Ich finde auch Ampullen sind wirklich eine ganz angenehme Geschichte, wenn du halt wirklich nicht so die Zeit hast, dir 10, 15 Minuten eine Maske drauf zu machen, hast du halt trotzdem den Effekt von einer Maske hier bei den Ampullen immer mit dabei, ne? Deswegen auch was für den schnellen Kick. Dann haben wir hier etwas zum Reinigen. Eine beruhigende Waschcreme sensitiv mit Panthenol und Mandelöl. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Mandelöl und Shea-Butter verleihen ein zartes Hautgefühl für trockene Haut. Habe ich. Ich bin aber sowas von eine Trockenpflaume. Also mein Gesicht ist wirklich, also wenn ich das jetzt nicht irgendwie pflegen würde und mich nicht drum kümmern würde, wird es halt wirklich richtig schuppen. Ne? Das ist bei mir wirklich intensiv und deswegen sehe ich auch immer zu, dass ich die vernünftige Pflege dafür verwende. Und jetzt wird es auch immer mehr so, dass man, also ich persönlich, ne, dass ich auch noch mehr Feuchtigkeit reinbringen muss, eben wenn jetzt auch die warmen Temperaturen kommen, man geht nach draußen und in Garten und so weiter, dann wird noch mehr Feuchtigkeit bei mir halt verdunsten. Und dementsprechend muss ich da richtig zusehen. Und da kann ich auch wirklich was sehr Sensibles, sehr Sanftes, sehr gut gebrauchen. Wow, was ist das denn? Wie geil, Dermacool Imperial Rose Nail Polish. Wie wunderschön siehst du aus. Das ist ein richtig geiler Lack. Da stehe ich ja drauf, ne? Oh, guckt euch das mal an, diese Farbe. Es ist wohl so ein Rot als Base-Ton quasi, ne? Und dann hat man da drin diesen Schimmer. Ja, das Paket hat jetzt ein Weilchen hier gelegen. Das muss dann ein bisschen einfach vermengt werden. Oh, ich habe mir jetzt gestern die Nägel erst neu gemacht, sonst hätte ich den jetzt direkt drauf machen können. Oh, der ist richtig holographisch. Geil. Ich weiß nicht, ob die Kamera das auffängt, Leute, ne? Wir machen das jetzt mal. Guckt euch das Pinselchen an. Oh. Wow, und den würde ich halt drüber toppen. Über irgendein Pink oder über irgendein Rot oder so. Und der hat auch so blaue Sparkles mit drin. Abgefahren. Sowas liebe ich ja, ne? Richtig, richtig geil.
Cool. Gut, dann habe ich hier noch Age Defense Konzentrat Kapseln mit Macadamiaöl und Anti-Aging-Komplex für reife Hautfaltenreduktion bei 80% der Testerinnen. Genau, ja, 7 Stück sind hier drin, auch das reicht dann für eine Woche. Das ist dann wahrscheinlich etwas reichhaltiger, dass wir halt mit den Ampullen mehr oder weniger so diese Hyaluron-Geschichte drin haben. Also quasi, dass man halt eher das Strahlen heraushebt und Trockenheitsfältchen halt reduziert. Und wenn du sowas Öliges verwendest, also Macadamiaöl, das ist ja in dem Sinne, dann ist es mehr so, dass es die Haut von außen beschützt und halt Öl, ne, legt sich dann auf die Haut drauf und sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit der Haut nicht verdunstet. Also das ist richtig cool. Also, ne? Ich find's geil. Dann habe ich hier was drin von Flormar. Careful Lips Strawberry Marmelade. Was? Erdbeermarmelade, bitte. Was bist du denn Geiles? Das ist ja cool. Smoothing and Nourishing. Das ist so ein Würfel. Flormar, das ist jetzt eine Marke, die ist doch irgendwie jetzt recht neu bei Douglas. Oder es ist eine Marke, die es schon länger gibt, aber die jetzt auch recht vor kurzem erst bei Douglas so wieder aufgetaucht ist. Ne? Erdbeermarmelade. Und das sieht auch so fancy aus. Oh. Oh. Man muss aufpassen, dass man es nicht isst. Ne? Das ist halt wie damals diese Eos-Dinger. Richtig cool. Mm. Also das mag ich vom Duft her gerade richtig gerne. Das riecht so gut. Das riecht wie diese, gibt es ja, diese Erdbeeren. Ja, es riecht nach Erdbeermarmelade. Aber diese Erdbeeren, die man halt auch, ich glaube von Haribo oder so gibt es die ja auch, konnte man damals für 10 Cent in einem Tante-Emma-Laden für die Süßigkeiten-Tüte sich kaufen. Nun, dann habe ich hier drin von Look by Beeper ein Calming Fixing Spray. Richtig cool. Gilt das jetzt quasi? Das ist ein Tauschpaket, ne? Ist ja auch in der Box. Gilt das dann auch für die Produkte, die ich in meinen Fullface Beauty Boxen packen kann? Ich glaube schon. Weil dann habe ich hier ein bisschen Schminki. Das finde ich ja klasse. Mit Aloe Vera und weißem Tee. Das beruhigt definitiv. Also von dem, was hier so draufsteht. Ne? Dann kann ich das nämlich in meinen Fullface Beauty Boxen reinpacken. Yay! Und dann habe ich hier sogar eine Foundation von Look by Beeper. Megastay 24 Hours Foundation. Feuchtigkeitsbewahrend mit Goji-Beeren-Extrakt. Schutz vor Umwelteinflüssen. Das kann man sehr gut gebrauchen. In der Farbe 005 Porcelain. Ja, ich brauche es halt wirklich super hell, ne? Also von mir ist es halt immer so, wenn man halt eine Farbe sucht, die mir passt, deckweiß quasi. Ja, der Rest macht der Bronzer oder der Concealer, keine Ahnung, aber das ist schon krass. Und da bin ich mal gespannt, wie die Farbe dann auch so aussehen wird. Ich kann es ja mal testen. Hat einen Pumper. Ja, weil Porcelain ist nicht immer Porcelain, Leute, ne? Ich bin ja... Da bin ich sehr kritisch mittlerweile. Die hat einen leichten Gelbstich, aber vielleicht kann die was werden, wenn ich jetzt mal so ein bisschen mehr... Oh, die ist super schön reichhaltig. Und schon sehr, sehr deckend, Leute. Wow. Wow. Genau, aber wie gesagt, die hat schon einen leichten Gelbstich mit drin, aber das kann was werden. Ne? Ihr seht das ja. Das kann was auf dem Gesicht werden. Das müssen wir uns mal anschauen. Ich finde es cool. Also vor allem, es ist mutig. Ich glaube, ich habe auch eine Foundation reingepackt. Es ist mutig, eine Foundation in ein Tauschpaket zu geben. Aber ich finde es halt geil, ne? Weil so kann man dann halt einfach von der anderen Marke auch so richtig in die Vollen gehen und so richtig was Geiles ausprobieren. Also das finde ich großartig. Ich glaube, ich hatte mal einen Concealer von Look by Beeper und viel zu dunkel. Dann habe ich hier ein Ampulle, geil, Vitamin Booster von BeCare mit Vitamin B3, das sind Niacinamide, B5, das ist das Provitamin B5, ne? Das ist auch so ein bisschen ja, gut für die Haut halt. Und Vitamin E, das Schönheitsvitamin. Und ja, das ist mit einem tropischen Duft. Die sieht auch richtig schön glowy aus. Als hätte die halt nicht nur diesen Glow von innen, also dass man quasi durch die Pflege das bekommt, sondern halt auch so ein bisschen, genau, die kannst du vielleicht sogar wie ein Primer verwenden, ne? Muss ich mal gucken. Kann ich mir auch mal so zur Seite stellen. Dann habe ich hier ein Lippy drin in der Farbe 020, der Color Matte Lipstick in Eternal Love. Oh, also erstmal ist hier die Verpackung. Das sieht sehr schön aus, sehr edel. Mag ich gerne leiden. Also das, dafür, dass es halt quasi eine Drogerie-Eigenmarke ist, macht es einen echt hochwertigen Eindruck, ne? Auch von der, wow, von, wow, Leute, von der Foundation her. So, so, riecht soweit nach nichts. Das ist rosa, das ist abgefahren. Okay, okay,
Herr von Charlotte Tilbury den Pillow Talk drauf. Hab mir gedacht, vielleicht so als Ombre-Lippe. Der ist sehr dezent. Oder harmoniert er einfach nur richtig krass gut mit meinem Pillow Talk? Man weiß es nicht, ne? Es ist auf jeden Fall ein rosa. Wow. Also Barbiecore-Trend, let's go. wow, was ist das denn? Pearly Shimmer Eyeliner Pen, Long Lasting, auch von Look by Bipa, in rosa. Wow, 030 Flamingo Pink. Ich mag's bunt, ne? Gar keine Frage. Aber rosa als Eyeliner ist abgefahren. Gut, das kannst du dir halt hier in diese Outline machen. Also quasi hier so ein Bogen um den Schimmer. Das kann ich mir gut vorstellen. Je nachdem, wie deckend der ist. Der passt ja richtig. Oh Gott, der hat wirklich Schimmer drin. Wie schön. Und der passt richtig gut zu dem Lippi. So schaut der aus, ne? Der macht einen guten Eindruck. Geil. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Den gleichen habe ich hier, glaube ich, auch noch in Grün drin. Auch diesen Pearly Shimmer Eyeliner Pen Long Lasting. Und das ist die Farbe 010 Emerald Green. Das ist halt voll mein Vibe, ne? Stehe ich ja voll drauf, sagte sie mit grünem Pulli, grünen Ohrring, grünem Look. Läuft bei mir. Wow. Vor allem finde ich das auch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie, der malt halt auch richtig gut, ne? Das ist auch nicht selbstverständlich. Macht guten, beides, ne? Macht einen guten Eindruck. Hier habe ich dann nochmal die Deep Focus Hydrogel Eye Patch Blue Hydrating and Glowing Snail Mucin Extract. Das ist natürlich auch cool. Mit Hyaluronsäure, grünem Tee und Zitrusextrakt von La Ciel. Sagt mir gar nichts. 8 Stück sind hier drin. Ach, guck mal, das sind so Augenpads. Ja, habe ich, also die brauche ich. Ich brauche gerade so viel Liebe um meine Augen drumherum, Leute. Die sind so dermaßen trocken. Also, ja. Dann habe ich hier noch einen Lip Liner. Der dürfte dann auch passend sein zu dem Lippi in der Farbe. Oh mein Gott, was sind das für schöne Farbbezeichnungen? 160 Unicorn. Ein Einhorn-Lip Liner. Oh. Danke. Oha. Oha. Ja, der passt auf jeden Fall zum Lippenstift. Oha, ja, das ist schon wirklich rosa, ne? Das ist abgefahren. Das ist wirklich abgefahren. Ich glaube, so einen hellen Lip Liner habe ich noch gar nicht, außer halt weiß oder durchsichtig. Dann habe ich hier noch einen Lippenpflegestift. Das ist so ein ganz klassischer, würde ich mal so sagen, weil das mit Calendula und Arganöl ist, also mit Ringelblume, pflegt intensiv. Sowas kann man ganzjährig immer sehr, sehr gut gebrauchen. Also ich sowieso, ne? Also ich verwende ständig Lippenpflegestifte und freue mich da tierisch drüber. Also Dankeschön. Ampullen haben wir hier noch verschiedene Serien. Das finde ich auch sehr interessant. Beautifying Skin Ampoule mit Panthenol. Das ist richtig cool. Panthenol ist nämlich so ein richtig schöner Pflegestoff, der die Haut beruhigt. Einmal die Awake Skin Ampoule und die Glow Skin Ampoule. Beide würde ich dann eher morgens verwenden, ne? Genau. Morgens oder abends? Ja, was sollst du dir denn? Abends finde ich das ja verrückt. Weil wenn du das abends das Glow drauf machst, ne? Ist doch Perlen vor die Säue. Was soll mein Kissen denn glitzern? Nee, nee, nee. Das mache ich mir schön morgens drauf. Da bin ich echt gespannt. Und da gibt es auch wohl diese Pure-Reihe bei Look by Bipa. Sehr, sehr interessant. Okay, eine Tuchmaske habe ich ja auch noch mit Q10. Wie gesagt, Q10 mag ich sehr gerne. Mildert erste Fältchen. Kollagenbooster. Vielen, vielen Dank, dass du das als erste Fältchen bezeichnest. Ja, das sind aber, ja gut, ne, alles gut. Ich werde dieses Jahr 35. Da darf man auch schon ein paar Lachfältchen und Mimikfältchen haben. Das, finde ich, gehört einfach zum Leben dazu bei mir. Entwickelt für die Haut ab 30, ja. Genau, das hat sie. Hormonell wirksame Zusätze, ohne hormonell wirksame Zusätze, ohne Inhaltsstoffe auf Mineralölbasis und ohne Mikroplastik. Genau. Und Kollagen ist auch wieder sowas in die Lipid-Geschichte, also quasi auch wieder, dass es halt wie so eine Schutzschicht auf dem Gesicht ist. Oh geil, eine Mascara ist das, glaube ich, ne? 24 Hours Curl Effekt von Look by Bipa. Eine Mascara. Curl-Effekt durch speziell gebogene Bürstenform, die jede Wimper in tiefes Schwarz taucht. Für eine langanhaltende Wirkung 24 Stunden lang ist gesorgt. Hoffentlich kriege ich die aber trotzdem abgeschminkt, ne? Da hat man ja manchmal doch etwas Bammel vor. Aber nein, das finde ich sehr schön. Und Caro weiß sicherlich auch, dass ich so ein kleiner Wimpern-Junkie bin. Oh, das ist auch so eine bananenförmige Mascara. Die ist so gebogen mit einem Faserbürstchen. Das finde ich auch cool, ne?
auch lange nicht mehr solche Böschen gehabt. Das setzt du dir wirklich so an, dass die Rundung dann quasi nach außen zeigt. Und dann kannst du da schön durchgehen und gegebenenfalls auch das Bürstchen drehen. Das muss man dann für sich einfach mal schauen. Oh, das hat schon nochmal einen Coat hier drüber gegeben, ne? Hat schon nochmal. Und auch jetzt nicht, weil das wäre jetzt ja quasi die vierte Schicht. Ich habe vorher die MAC Stack Mascara in drei Schichten hier drauf, ne? Drauf, ne? Genau. Draufgegeben auf meine Wimpern. Das ist jetzt quasi dann die vierte Schicht und trotzdem kein Verkleben. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das war jetzt einfach mal ein kleiner Härtetest. Die werde ich aber auch nochmal separat, also einzeln halt, ne, ausprobieren. Mensch. So, dann habe ich hier auch noch The Ultra Hydrator Second Skin Sheet Mask Superfood von Hey Organic Fill Up Your Must Have for Glowing Skin mit was bist du denn? Fill Up. Weiß man nicht. Ist auf jeden Fall natürlich und also ein natürliches und biologisch abbaubares Vlies. Omega-3-Fettsäuren. Ne, das ist natürlich auch so eine Sache. Das Hanföl hat diese Omega-3-Fettsäuren. Und das ist auch wieder die Geschichte, dass man da eine Schutzschicht auf die Haut gibt. Aber ohne Witz, wir hatten ein Budget. Ich glaube, du hast es nicht eingehalten. Ich glaube, du hast da einfach viel, viel mehr reingepackt. Wow. Von Bicare, das Nutri-Intense Rosenwasserkurprodukt habe ich hier auch noch mit Rosenblütenwasser und Hyaluronsäure. Für trockene Haut habe ich. Und wie gesagt, ich mag sehr, sehr gerne Rosenwasser oder Rose generell vom Duft her auch, ne? Und da haben wir jetzt hier diese Ampulle. Wow. Also das hier war. Nee, da ist noch. Wow. Abgefahren. Also Caro, Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Da habe ich auch noch, ich bin baff. Look by Bipa Professional 24-Hour Hyper Liquid Eyeliner mit Hyaluronsäure. Auch das finde ich sehr interessant. Und das ist auch wieder so ein heller Eyeliner, den ich dann auch wieder verwenden würde, um entsprechend ja so ein Topping halt zu machen. Ne? Also dass man das quasi jetzt nicht am Wimpernkranz zur Wimpernverdichtung verwendet, sondern hier zum Beispiel dann aufträgt. Also dafür ist sowas halt wirklich perfekt geeignet. Und das ist so ein güldener. Den kann ich hier mal swatchen. Wow. Ich glaube, ich habe noch keinen goldenen Eyeliner. Und der sieht halt wirklich schon sehr, sehr schön aus, ne? Das sieht schön aus. Einfach schön. Dieses Glowige, da kann man halt mit spielen. Das ist das. Und ich mag ja auch gerne mal so ein bisschen ausgefallenere Looks und artistischere Looks. Und da kommt sowas wirklich gut. Und dann habe ich hier noch ein Ding. Wow, das ist auch so ein Pearly Shimmer Eyeliner Pen in der Farbe Sky Blue. Ja, auch da, ne? Eine sehr, sehr coole Geschichte. So viele Eyeliner. Wow. Also da kann ich wirklich einen ganzen Regenbogen schminken. Vielleicht wird das auch so ein Look. Mal gucken. Man kann ja auch theoretisch alle diese Liner in einem Look halt einbinden und sich dann halt so einen ganz krassen Liner-Look machen. Ne? Mal schauen. Hier unten drunter versteckt sich aber noch was. Und zwar ist das von Be Perfect oder Be Perfect vor allem. Von Be Care die Lifting Cure Age Defense mit Guarango-Baumkomplex. Sagt mir gar nichts. Glättet Fältchen steht hier drauf. Ja, reife Haut, das ne, kann man dann auf jeden Fall auch mal sehr gut abends verwenden. Schön. Wow. Abgefahren. Ey, das ist richtig krass. Da muss ich doch gerade glatt nochmal einen Akku wechseln. Das ist ja Wahnsinn. Also, jetzt habe ich hier zwei Schätze drin, die auch sehr schön eingepackt sind. Und zwar einmal Blush und. Oh. Und einmal Bronzer, da schauen wir mal. Einmal habe ich den Melting Cream Blush. Das finde ich interessant. In der Farbe 010 Ivy. Der sieht hart aus. Richtig geil. Wow. Also derbe. Ne? Wir swatchen den mal. Ist halt ein richtig schöner Cream Blush. Oh. Okay, der hat Kapitjes. Kannst du nicht anders sagen. Da steckt auf jeden Fall mehr dahinter als einfach nur ein Hauch von. Ne? Jedenfalls jetzt so beim Finger, den ich jetzt hier so. Ui, hier, wow. Okay, das ist aber auch Cream to Powder. Das heißt, einmal ist es, wenn man den aufträgt, ist der wirklich matt und der settet sich. Also ich habe jetzt hier nicht so ein schmieriges Gefühl oder so. Ich habe jetzt einfach, ne, hier den Blush. Boah, da muss man ein bisschen mit aufpassen, glaube ich, wenn man den aufträgt. Und den kannst du dann auch theoretisch über Puder auftragen, weil der fühlt sich jetzt auch nicht irgendwie, ne, ölig oder sowas an. Das heißt, das wird auch so ganz gut funktionieren.
abgefahren. Und dann habe ich hier einen Bronzer. Wow. Look by Bipa Multishade Bronzing Powder. Das ist dieser hier in der Farbe 010 Bronze Illusion. Ich sehe hier einen Schimmer. Das ist halt immer so eine Sache. Ich mag leider nicht so gerne Schimmerbronzer. Aber sie hat ja geschrieben, ich kann gegebenenfalls auch Produkte weitergeben. Ne? Das ist immer so mein Problem. Genau, weil hier sind 3 Stränge von den 5, die dann auch wirklich schimmernd sind. Das steht mir leider nicht so. Also, ne, da bin ich halt eher, dass ich mir dann separaten Highlighter auftrage. Und die Farbe, die hier außen ist, sowohl hier als auch hier, also das Matte, was hier drin ist, finde ich wunderschön. Und ich hätte da auch echt Bock drauf. Aber wie gesagt, das mit dem Schimmer ist leider nicht so meine Welt, ne? Genau. Aber das ist alles vollkommen in Ordnung. Woher soll sie das auch wissen? Dann habe ich hier eine Look by Bipa I Am Glamorous Eyeshadow Palette. Okay, so schaut sie aus. Da scheinen 9 Fändchen drin zu sein. Jedenfalls steht das hier hinten drauf. Und das ist wirklich eine kühle Palette, die doch sehr glamourös aussieht. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu dunkel wird, wenn man die verwendet. Aber sie sieht ganz schön aus. Und das scheinen alles Namen zu sein. Sophie, Audrey, Ashley, Emma, Angelina, Kate, Jennifer, Penelope und Scarlett. Und Scarlett, finde ich, sieht sehr hübsch aus hier in dem Fändchen. So ein blass lila Schimmerton. Ja, abgefahren. Also sowas mag ich ja schon, ne? Oha, 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 oha. Okay, da bin ich gespannt, wie der sich dann auf dem Auge machen wird. Denn der hat einen schönen Perlglanz. Sieht schon schön aus. Hier haben wir dann einmal dieses sehr helle Tönchen. Mag ich gerne leiden. Okay, ja, mal gucken, was da für ein Look bei rumkommt mit der Look bei Bipa Palette. Und hier haben wir dann auch das, wo sie gesagt hatte, sie hofft, dass ich sie noch nicht habe. Nee, die habe ich auch noch nicht. Flower Love Florist Root 35 Pressed Pigments and Shadows. Wow. Und Root Cosmetics hat sehr, sehr, sehr geile Paletten und ich habe auch schon die ein oder andere und die haben eine sehr gute Qualität und ja, da bin ich mal gespannt drauf, wie die von innen aussieht, weil von außen ist die ja mal fantastisch. Oh, ich sehe sie hinten. Abgefahren. Okay. Abgefahren. Man bekommt Root Cosmetics auch hier in Deutschland bei Cosmetic for Less, wenn man möchte, kann man da auch mit Claudi 15 drauf sparen. Ist ein Code nur für euch, ne? Okay, also ich habe jetzt den Schuber abgemacht und da sieht die auch von innen genauso, also hier so aus wie bei der Umverpackung. Das finde ich immer ziemlich cool. Wow. Oh Gott, ja. Kann ich verstehen, dass du gedacht hast, die würde meinen Namen schreien. Also eine Palette, wo du einfach mal alles drin hast. Hier ist ein Pressed Glitter, der wird dann wahrscheinlich nicht ganz so in Anwendung sein, aber die anderen sehen echt gut aus. Hier oben sind wir eher in der neutralen Richtung, dann wird es hier ein bisschen grünlicher. Hier dieses Rosé und dann haben wir aber auch noch so ein Gelb-Orange mit dabei und richtig cool, auch so bläulich was, ne? Das ist eine abgefahrene, ich glaube, so geht es besser, eine abgefahrene Palette. Krass. Und wie gesagt, die Qualität ist immer sehr, sehr nice. Freue ich mich drauf, mit zu spielen. Weil zum Beispiel den Look, den ich jetzt drauf habe, den hätte ich fast mit dieser Palette auch machen können. Ich habe hier auch einfach so ein Mintgrün, ne? Hier so in der Lidfalte, außen ein etwas dunkleres Grün, das so zum Verdunkeln. Dann hier außen so ein oder so ein Grün. Auf dem Auge selber ist es so ein lila Tönchen. Kann man vielleicht aber auch so einnehmen oder so ein. Richtig cool. Wow. Okay, mal schauen, Leute. Bin ich gespannt drauf, wie die so auf meinem Gesicht sein wird. Abgefahren. Aber ich weiß, dass Root Cosmetics, wie gesagt, eine sehr gute Qualität hat. Und dann habe ich hier von ihr, du hast dich sowas von überhaupt nicht an das Budget gehalten. Ernsthaft. Okay, Mirabelle, 26 echte Salzburger Mozartkugeln. Oh, finde ich schon lecker. Und 8 Salzburger Mozart-Taler mit Milchschokolade. 600 Gramm Schoki. Oh mein Gott, wie geil ist das denn bitte? Ja, das werden Schatzi und ich dann nach und nach ein bisschen hier wegschnabulieren. Mag ich schon sehr gerne. Also
Schokolade und ich, wir sind große Freunde, wenn es halt nicht irgendwie Schokolade ist, wo Alkohol oder sowas drin ist oder Frucht zum Beispiel, ne, bin ich ganz vorne mit dabei. Also das liebe ich ja. Ich glaube, hier hast du, ich glaube, sowas wie Pistazie oder sowas, dieses Grüne, was da in der Mitte immer drin ist in den Mozartkugeln. Aber das gehört für mich zu Nüssen. Schmeckt, es ist ja auch eine Nuss, ne, Pistazie. Mag ich persönlich einfach richtig gerne. Geil. Also, Caro, ganz ehrlich, ich muss schimpfen. Ich muss lachen und ich freue mich tatsächlich. Also vielen, vielen Dank für dieses coole Tauschpaket. Ich denke, dass ich da auch ein cooles Schminki von machen kann. Ich bin auch gespannt, was du aus den Produkten so rausholst, die ich dir geschickt habe. Und ja, bin auch auf dein Video gespannt, denn das müsste jetzt ja auch online gekommen sein. Da werde ich gleich mal rüberhüpfen. Und ihr Lieben, schaut auf jeden Fall bei Caro vorbei. Das ist ein herzenslieber Mensch und ich möchte euch super gerne mal empfehlen, bei ihr einfach ein paar Videos euch anzuschauen, euch von ihr inspirieren zu lassen, auch von der bunten Seite des Lebens einfach, ne? Und ja, da auch super gerne zu abonnieren. Also schaut gerne bei ihr vorbei und dann wäre es hier gewesen. Liebe Grüße auch an Andi an dieser Stelle. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!